eine unglaubliche Rückmeldung bekommen habe von euch. Das war mega. Also ich habe gar nicht verstanden, so, hui, so viele Likes und so viele Kommentare von euch. Das bin ich normalerweise gar nicht gewöhnt. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge Minecraft Leben. Wir sitzen hier gerade alle gemütlich in der Taverne, denn ja, ich habe hier heute ein bisschen gestrippt für die lieben Menschen, die hier gerade sitzen. Ja, die haben mir dann dafür auch Gold gegeben und so. Also die musste ich schon echt ein bisschen hart dran nehmen, sage ich mal, weil die sind echt so, steht hier, Unge Stammblatt sitzen verboten. Weil das ist hier echt, ja, da muss man schon ein Profi-Stripper sein, um hier mithalten zu dürfen. Ja, so. Gut, dann gehen wir da jetzt mal raus. Ich habe irgendwie keine Sounds. Hallo. Where are the Sounds? Egal, ich hoffe, ihr hört auf jeden Fall Sounds. Gut. Ja, was ist jetzt so in der Stadt passiert? Ich weiß gar nicht, was hier alles so Neues passiert ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich eine unglaubliche Rückmeldung bekommen habe von euch. Das war mega. Also ich habe gar nicht verstanden, so, hui, so viele Likes und so viele Kommentare von euch. Das bin ich normalerweise gar nicht gewöhnt. Dass die Leute das so aktiv finden, freut mich auf jeden Fall mega. Ich glaube, wir haben jetzt 110 Likes oder so. Finde ich natürlich mega cool und ich finde es auch mega, dass so viele von euch Vorschläge geschrieben haben. Ganz viele haben geschrieben, ich soll eine Bäckerei bauen oder einen Leuchtturm. Es ist so, ich zeige euch jetzt gleich den Leuchtturm von Kev. Der hat nämlich bereits eingebaut. Den finde ich echt mega cool. Also, in seinem Leuchtturm geht schon richtig zur Sache. So, lass mich hier noch ganz schnell abbauen, weil das ist immer gut. So ein paar Carrots. Gut, zack, zack. So, gehen wir einfach mal zu seinem Leuchtturm, damit ich euch den zeigen kann. Das hier ist GLPs Turm. Das hat er gestern fertig gebaut. Sieht echt fresh aus. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Leuchtturm hier. Und zieht ihn da schon ein bisschen von der Ferne. Und gehen wir da jetzt gleich mal hin. So, hier wohnt übrigens Pixelwolf. Und hier hinten kann man wirklich hier sehr, sehr schön den Leuchtturm sehen. Finde ich echt ein sehr, sehr, sehr cooles Gebäude. Also muss echt sagen, Respekt vor allem da oben mit diesen Lampen, die da leuchten. Finde ich echt wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Und Respekt an Kev, der das gebaut hat. Ja, hier in Tracy, der hat mich auch gezwungen, die ganze Zeit zu strippen. Das hat echt ein bisschen meine Gefühle verletzt, aber das ist ja nicht Sinn der Sache jetzt. Ich möchte euch nämlich zeigen, was ich bei meinem Haus alles so gebaut habe. Und zwar habe ich das Haus von außen nicht sonderlich verändert. Ich habe einfach nur noch hinten, ich weiß gar nicht, ob man das gestern noch in der Aufnahme gesehen hat, ich habe einfach hinten noch hier so ein Teil hinzugefügt, also noch so eine kleine Auskerbung. Mal schauen, die muss ich dann da vielleicht noch ein bisschen weiter rausziehen, je nachdem, was mir halt dann da besser gefällt. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das so findet, ob ich das dann da noch eins rausziehen soll, dass es ungefähr gleich lang ist wie das hier. Ich weiß nicht, das müsst ihr dann entscheiden. Mir gefällt es eigentlich so auch ganz gut. Dann habe ich hier die Farm noch ein bisschen erweitert. Die habe ich jetzt noch ein bisschen größer gemacht, einfach aus dem Grund, da ich einfach mehr essen wollte, weil ich werde größenwahnsinnig. So, erstmal hier alles abbauen schön. Zack, 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 zack. So, perfekt. Die Kartoffeln sind auch schon fertig. Dann können wir die auch mal schnell abbauen hier. Haben wir dabei. Perfekt. Zack. Ich habe übrigens gestern, habe ich so wo sind die Samen? Hier. Gestern habe ich so um die 6, 7, 8, 9, 10 Dias gefunden. Ich bin mir jetzt da gar nicht sicher. Ich glaube, das waren 6 Stück.
Die hat mir dann der liebe Kev schön abgebaut mit seiner Glücksspitzhacke. Und daraus kamen nur 9 Dias. Das ist nicht so toll, deswegen habe ich mir hier jetzt eine neue Axt gemacht mit Effizienz 2. Hab aber noch eine schöne, schöne Spitzhacke. Und zwar habe ich hier noch eine Spitzhacke, die unverzaubert ist, weil auf die möchte ich gerne eben auch Glück bekommen. Und hier habe ich eben die Diamantspitzhacke mit Behutsamkeiten, wie ihr es seht. Das hat nur noch die Durability 1. Das heißt, wenn ich die jetzt noch einmal benutze, dann viel Spaß, dann ist es kaputt. Und deshalb muss ich die noch reparieren mit den Diamanten hier. Und ja, ich, keine Ahnung, also ich habe auf jeden Fall einiges gefarmt. Wie ihr seht, habe ich auch einiges an Eisen gefarmt. Also ich habe hier fast ein ganzes Stack Eisen. Ist schon ziemlich krass, vor allem, weil Eisen hier doch schon sehr selten ist. Aber ich brauche hier mal die 2 Dias, weil ich mir jetzt hier einen schönen Verzauberungstisch machen möchte. So. Zack, 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 zack. Perfekt. Und hier haben wir einen schönen Verzauberungstisch. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den hinstellen werde. Ich denke mal, dass ich ihn in der Zeit, wo ich jetzt zum Beispiel noch keinen Punkt für den habe, packe ich den einfach mal hier hin. Sorry, ich weiß auch nicht. Nee, ich lasse das Bett hier stehen. Ich muss den woanders hinbauen. Ich gehe jetzt nochmal hier runter. Und das wollte ich euch auch noch zeigen hier unten. Und zwar habe ich hier ein Schwein, ein Hase, 3 Kühe und einige Schafe. Ja, ich habe hier unten quasi so eine kleine Farm, weil mich das einfach nervt, wenn ich nichts finde. Und dann habe ich hier lieber ganz, ganz viel schöne Schafe hier unten, die ich so heimlich züchte. Das ist ja schön. So, hat hier, möchte doch irgendjemand von euch Liebe machen? Okay, dann nicht. So, wir können einen Verzauberungstisch aber jedoch hier hinstellen. Ich schau mal. So, wie viel braucht man denn? Bücherregale habe ich noch nicht. Da müsste ich noch Leder farmen ein bisschen. Aber vielleicht mache ich auch so eine Moment, wir sind in Richtung Süden. Vielleicht mache ich auch so eine Verzauberungskammer, die es schon gibt. Nur halt nicht eine für Norden, sondern für Süden. Die südöstliche Verzauberungskammer oder so. In der Zeit stelle ich ihn hier hin und leuchte hier schön aus, weil hier spawnen ja die Creeper. Das ist unnormal, so. Zack, schon ausgeleuchtet hier. Und jetzt gucke ich mal, auf wie viel Level ich hier überhaupt enchanten kann, genau. Den muss ich auch noch platzieren. Den könnte ich auch mit der Glückshacke abbauen, dann würde ich mir Lapis Lazuli bekommen. Aber ist ja nicht so schlimm. Hier, Effizienz 1, Effizienz 2. Mache ich jetzt einfach mal, weil es kostet ja eh nur 2 Level. Oder 3 Level. Das ist dann nicht so schlimm. So gut. Dann lasse ich den jetzt einfach mal hier und dann gehen wir einfach mal wieder hoch. So. Perfekt. Ja, hier kommt dann noch so eine Falltür hin. Also ich möchte hier unten einfach so eine riesige Farm züchten und so weiter. Dann habe ich gestern noch einen Dungeon gefunden. Oh Mann, ich habe noch eine Monsterfarm gebaut. Die kann ich euch auch noch zeigen. Und ich dachte mir, die funktioniert, aber das Problem ist, es spawnen da irgendwie keine Monster drin. Überall spawnen Millionen von Monster, nur hier nicht. Dann habe ich mich gefragt, wieso? Und anscheinend gibt es da irgendwie Probleme mit den Höhlensystemen und so weiter. Dachte ich mir so, ja okay, wenn hier nichts spawnt, dann gehe ich einfach mal in so einen Dungeon und versuche einfach mal, vielleicht finde ich da einen Dungeon und kann dann den Spawner mit Behutsamkeit abbauen. Tja, getan, jedoch ging's nicht. Ich habe irgendwie 3 Stunden lang nach einem Dungeon gesucht, habe dann einen gefunden und es hat überhaupt leider nichts geholfen. Aber ich meine, was soll's, ist halt jetzt so. So, perfekt. Gut, dann zeige ich euch jetzt gleich noch die Monsterfarm. Habe ich noch einen kaputten Eisen plus Panzer mit Schutz 2. Okay. Ich weiß nicht, soll ich mir einen eigenen Amboss machen? Wäre schon irgendwie cool, aber nee.
Ich glaube, den mache ich dann erst, wenn ich weiß, oh, jetzt habe ich richtig, richtig viel Eisen. Da gucke ich jetzt einfach mal in den öffentlichen Amboss. Weil ganz, ganz viele einfach haben geschrieben, ja, eine Bäckerei, eine Bäckerei. Ich finde es cool. Und ich habe auch gestern schon zu Safirian geschrieben, ja, lass uns eine Bäckerei bauen. Weil ich denke, das ist echt eine gute Idee mit dieser Bäckerei. So, zack. Und, oh, das wollte ich gar nicht. Wenn ich die beiden dann hier zusammenpacke, dann habe ich Schutz 3 und es kostet 5 Level. Und der ist wieder komplett. Perfekt. Somit ist der eine nicht kaputt und ich habe jetzt einen Schutz 3. Einen schönen Schutz 3. Brustpanzer. So. Gut. Dann gehen wir jetzt noch schnell zur Monsterfarm, die ich gebaut habe. Die möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. So. Aber eine Bäckerei, ich würde sagen, Leute, ich suche mir in der nächsten Folge, ich werde jetzt nach dieser Folge offscreen die Materialien für die Bäckerei farmen und dann werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall die Bäckerei bauen und vielleicht lade ich dann dazu auch einen Gast ein oder dann in der übernächsten Folge, weil beim Bauen ist das immer so, kann ich immer so schön über ein Thema reden. Naja, vielleicht lade ich den Minus-Dude ein, mal schauen. Ihr könnt ja mal sagen, wen ihr gerne mal dabei hättet, dann frage ich diejenige Person mal. Ich habe nämlich gestern die ganze komplette Nacht habe ich gestern Holz gefarmt für den Baum des Lebens von Returnity und das war einfach die Hölle. Ich habe meine ganze Spitzhacke mit Glück 3 und Effizienz 5 verbraucht und habe dann irgendwie 14 oder 15 Stacks Holz gehabt. Das war schon ziemlich nice. So. Genau, die Monsterfarm wollte ich euch zeigen. Ich wollte eigentlich jetzt gar kein Holz hacken. So, wo haben wir denn die Monsterfarm? Ja, wo haben wir die denn? Die ist auf jeden Fall in der Nähe vom Baum des Lebens. Das weiß ich. So, wir sind... Oh, oh nein, 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 nein. Jetzt muss ich mich hier hochbauen, Mann. Das kann so nicht sein. Wir haben die Monsterfarm gefunden und ich habe jetzt hier gerade so einen anderen Shader drin, der ist so ein bisschen Motion Blur mäßig. Das ist alles so ein bisschen verschwommen. So, gehen wir mal rein. Das Problem ist, hier spawnt nichts. Also, hier müsste normalerweise alles super spawnen, aber hier spawnt einfach nichts. Und, deswegen, ich weiß nicht, was ich da machen muss, aber hier spawnt einfach nichts. Das finde ich echt schade. Und auch die Monsterfarm von Zombie und Cookie, glaube ich, haben die gebaut. Da spawnt auch nichts. Also wir wissen nicht, warum da nichts spawnt oder weil es an den Höhlensystemen hier liegt, aber irgendwie spawnt einfach nichts. Gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's auch schon wieder von der heutigen Zusammenfassung. Ich muss jetzt einfach mal aufhören, eine Zusammenfassung zu machen. In der nächsten Folge fange ich mit der Bäckerei an. Versprochen. Ja, versprochen. Oh, ich werde angescheint. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so war, weil mittlerweile hat sich die Sonne so gedreht, dass ich hier angescheint werde. Hier sind Punkte beim Gesicht. So, Leute, in der nächsten Folge werde ich anfangen, die Bäckerei zu bauen. Vielleicht lade ich dann in der nächsten oder übernächsten Folge einen Gast ein, wie ihr wollt. Und ich würde einfach mal sagen, das war's, Leute. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, was ich noch so bauen kann. Und wenn ihr Ideen für die Bäckerei habt, auch bitte in die Kommentare. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.